Herzlich willkommen in der Hertha BSC Fußballakademie. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Folgt mir bitte. Jörg Schwanke, U19-Trainer der Hertha, führt uns durch die Akademie. Erster Stopp, der Chill-Out-Raum. Hier können sich die Talente ausruhen, fernsehen oder auch Billard spielen. Seit neuestem finden auch die Spieler, die in und um Berlin wohnen, im Internat vorübergehend ein Zuhause. Wir haben einmal unser Internat oben, wo die festen Internatsschüler wohnen, die aus von weiter her kommen. Dann die Jungs, die in Berlin ein bisschen weiter weg wohnen, die kommen halt nach der Schule direkt hierher. Dann werden sie betreut, bekommen Essen, können sich ausruhen oder Schularbeiten machen. Im Internat wird also gelernt oder gechillt und natürlich auch gegessen, ob Nachwuchs oder Profi-Hertaner. Das ist hier unsere Internatsküche, wo wir von den Profis bis zu unseren Internatsschülern alle ernähren, also sportgerecht natürlich. Und schaut euch mal hier um, hier ist ein Spieler zum Beispiel, der hier sitzt. Schwani meint Charbel Chougourou aus der U19, er lebt dauerhaft im Internat. Die Spieler haben hier ihre eigenen großzügigen Zimmer. Heißt für die Dauergäste des Internats, zum Trainingsplatz und wieder nach Hause sind es gerade mal einige hundert Meter. Einmal in der Woche gibt es mittlerweile ein zusätzliches Talentetraining. Dann üben die besten Nachwuchsspieler unter den Augen der Profitrainer. Eine Neuerung unter der Führung von Jos Luhukay. Trainiert werden kann auch in der Akademie, und zwar Kraft, Schnelligkeit und Fitness. Sogar eine 30 Meter lange Laufbahn mit sekundengenauer Messung steht zur Verfügung. Die Talente haben Top-Bedingungen, werden aber nicht nur fußballerisch geschult. Wir legen halt Wert auf Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin. Ihr habt ja auch ein Zimmer von gefilmt, dass da das ordentlich aussieht. Wir kontrollieren das auch als Trainer ab und zu bei unseren Spielern, weil wir denken, dass es außerhalb des Platzes wichtig ist, wie die sich bewegen, wie sie sich benehmen. Und das ist ein Spiegelbild dessen, wie sie sich auf dem Platz dann geben. Die Fußballakademie von Hertha BSC. Hier basteln die Berliner Tag ein, Tag aus an einer großen Zukunft.